Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte mal eine kleine Ansage machen und auch noch eine kleine Info sagen. Und zwar die Info, ich mache eine YouTube-Pause. Das hat nichts damit zu tun, dass ich hier gerade bombardiert werde mit Dislikes. Das hat nichts damit zu tun. Es hat mit Stress zu tun und wegen Schule, dass ich einfach kaum Zeit mehr habe. Deswegen kann ich nicht so viele Videos hochladen und aus dem Grund mache ich erstmal eine YouTube-Pause. Wie lang die sein wird, weiß ich nicht. Ja, und wegen den ganzen Dislikes, ich verstehe nicht, wieso ich hier so bombardiert werde mit Dislikes für ein harmloses Level-Video, wo keine Gewalt oder sowas drin vorkommt, finde ich einfach nur asozial. Also wirklich, groß drüber aufregen tue ich mich nicht, aber ich wundere mich einfach nur, weil ich finde es einfach scheiße, wie manche Leute, so kranke Leute einfach versuchen, einem das Leben schwer zu machen, einen YouTuberin oder YouTuber zu versuchen, runterzumachen, dass der seinen Kanal löscht. Ich sag nur eins. Macht, was ihr wollt, ihr Dislikes, Liker. Aber ich lösche meinen Kanal nicht. Das ist Fakt. Und selbst wenn ich mit YouTube aufhören würde, würde dieser Kanal immer noch bleiben. Aber ich lösche meinen Kanal nicht. Und die Videos bleiben. Ich mache, ja, wie gesagt, eine kleine YouTube-Pause. Das bedeutet nur, dass ich erstmal keine Videos mehr mache, aber irgendwann mache ich wieder weiter mit YouTube, nur es ist halt eine Pause. Nur, ich brauche auch mal was anderes. Wirklich, also ich verstehe nicht, was man hier so schlimm finden kann an diesem harmlosen Video. Dann war da auch so eine, also ich habe den Kommentar schon gelöscht. Die meinte so, für einen Dislike würden sie und ihre Freundin mir helfen, 600 Abos zu bekommen. Ne, darauf kann ich verzichten, auf so einen Deal. Ist ja echt, nee, auf sowas stimmt nicht. Ich will nicht durch Deals mir irgendwelche Abos verdienen. Ich möchte einfach mit meinen Videos, das ist mein Hobby und ich will einfach mir meine Abos so verdienen, also nicht durch Deals, sondern einfach durch neue Leute kennenlernen und so alles. Also ihr wisst ja, was ich meine. Nicht einfach so irgendwie erzwingen oder sowas. Ich finde es einfach nur scheiße. Wenn andere so ein Video hochladen, wie ich werde Level 200, dann wird das kaum gedisliked. Und bei mir, ja, ist klar. Ich kapiere es einfach nicht. Es ist einfach nur unlogisch, einen so mit Dislikes vollzubomben für ein harmloses Video, wo nicht Tierquälerei oder sowas vorkommt. Oder hier ist auch nichts Asoziales. Und niemand ist perfekt. Und wenn manche hier von mir Fans waren und ich die irgendwie enttäuscht habe, dann tut es mir leid. Das war ja nicht extra. Und jeder Mensch macht mal Fehler. Man hat eine zweite Chance verdient. Ich finde es einfach nur scheiße. Ja. Und es ist mir scheißegal, ob ihr dieses Video jetzt disliked oder liked. Kann mir egal sein. Ich will einfach nur gesagt haben, dass ich meinen Kanal niemals löschen würde. Dass ich eine kurze YouTube-Pause mache und alles. Ich will es nur gesagt haben und diese YouTube-Pause hat nichts mit den Dislikes zu tun, sondern einfach nur, weil ich mal mehr Zeit fürs Lernen, für die Schule brauche und alles. Ja. Aber ich finde es trotzdem einfach nur scheiße. Und wegen den Hater-Kommentare, die werden bei mir sofort blockiert, gemeldet und entfernt. Manchmal sogar noch beantwortet von mir. Und es ist mir egal, ob ich dann mal ein bisschen ausraste. Aber es juckt mich nicht. Euch juckt es ja auch nicht, mich zu disliken an meine also an die Disliker. Nicht an meine Fans. An meine Fans, ihr seid supi und ich danke euch sehr fürs Unterstützen. Vor allen Dingen an Hashtag Mini. Sie ist super und sie hilft mir immer. Und auch an noch meiner ganzen anderen Fans. Aber an den Rest meiner Hater. Wirklich, ihr könnt mich mal. Ich reg mich doch jetzt nicht wegen euch auf. Ihr seid alles nur Kleinkinder. Kleinkinder, die noch aus dem Kindergarten kommen. Wirklich, ihr nennt das Mobbing oder so? Ich weiß, wie es sich anfühlt, gemobbt zu werden. Und das ist erst Kindergarten, was sie hier macht. Da muss einfach nur drüber lachen. Nur ich frage mich nur, warum ich hier gehatet werde. Ist mir scheißegal, ob ihr dieses Video jetzt hatet. Ich will einfach nur gesagt haben. Ich will es einfach nur gesagt haben. Und das war's auch mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis irgendwann mal.